Was gibt's Schöneres an so einem regnerischen Tag, als einfach mal nach Erfurt zu fahren und einer der ältesten Kakteengärtnereien Deutschlands zu besuchen? Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. Gemeinsam mit dir erkunde ich zum allerersten Mal Kakteenhage. Unterstützt wird dieses Video übrigens nicht. Ich habe aber eine Drehgenehmigung. Komm mal mit, wir gucken uns das an. Es startet schon mal richtig schön mit wunderschönen, winterharten Sukkulenten. Viele davon habe ich tatsächlich schon. Aber die Auswahl hier ist wirklich richtig toll und es ist schön, die einfach mal auch ein bisschen größer zu sehen. Meine sind noch ein bisschen sehr, sehr klein. Das hier direkt, das ist das allererste Gewächshaus, also Gewächshaus 1. Das hebe ich mir aber bis ganz zum Schluss auf. Ich gehe jetzt erstmal in Gewächshaus 3. Das ist da ganz hinten. Ich bin einfach mal direkt ins dritte Gewächshaus reingegangen, um mir so ein bisschen anzugucken, was es hier überhaupt gibt. Und auf den ersten Blick sind hier überall wirklich wunderschöne Pflanzen. Selbst so ein bepflanzter Einkaufskorb sieht hier richtig, richtig schön aus. Und wenn ich so ein bisschen in den Raum reingucke, da sehe ich ein paar Sachen, die ich dir auf jeden Fall zeigen möchte. Oh, hier ist schon ein erster Tisch mit richtig, richtig schön lebenden Steinen. Die haben ja unterschiedliche Formen und Farben. Der erinnert mich so ein bisschen an einen Bohnensamen. Der ist wirklich richtig schön. Ich glaube, den brauche ich auf jeden Fall. Den nehme ich mal mit zum Überlegen. Es gibt hier dann noch ganz andere Formen. Naja, Formen. Ich zeige dir den mal noch. Der sieht zum Beispiel aus wie so ein Stück pinke Knete mit kleinen grauen Punkten drauf. Sieht total spannend aus. Aber ich glaube, ich finde meinen kleinen Bohnensamen bisher noch am schönsten. Und ich brauche ja auch nicht unendlich viele lebende Steine. So richtig aufregend wachsen die ja jetzt auch nicht. Oh, da sehe ich schon was. Das wird richtig, richtig hübsch. Ich glaube nämlich, oh ja, diese Pflanze hier suche ich schon wirklich richtig lange. Das ist die variegierte Form von einer Pflanze, die ich bereits habe. Die kriegt wunderschöne Blüten. Und für 5,50 Euro kommt die natürlich auf jeden Fall mit. Ich gucke nochmal, ob das die schönste ist. Ja, ich glaube, die sieht schon mal ziemlich gut aus. Meine Endgegnerpflanze ist ja auch noch. Die habe ich wirklich noch nie länger als ein Jahr pflegen können. Die darf beim Gießen niemals nass werden, was aber ziemlich schwer ist, weil hier die Blätter ja auch schon auf dem Boden sind. Ich habe es einfach noch nicht raus mit der Pflanze, aber sie ist richtig weich und fühlt sich wunderschön an. Die kommt also wieder zurück. Oh, die ist ja auch richtig hübsch. Das sieht ja fantastisch aus. Das sieht fast aus wie ein Gebäude. Was ist das für eine schöne Pflanze? Die habe ich ja noch nie gesehen. Ich feste sie an. Sie ist ganz weich. Oh, ist die schön. Krass. Bei der überlege ich noch, ob die mitkommt. Oh, das sieht ja super spannend hier aus. Hier ist eine String of Pearls. Aber, ups, naja, sind genauso schwer auseinander zu heddern wie zu Hause auch, ne? Ich glaube, ich kriege die niemals hochgehoben. Ah, wie schön. Hier ist mal eine verblühte Blüte von der String of Pearls. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine kleine Pusteblume. Am liebsten würde ich die mal pusten. Und was? Ach, da ist die ja richtig groß. Hier kannst du die auch nochmal richtig, richtig schön sehen. Das ist dann so ein Stiel und das sind die Samen. Die könnte man dann abmachen und die Pflanze aussehen. Aber warum hat denn diese String of Pearls hier so große Pearls? Ist das eine andere? Das ist eine viel größere String of Pearls. Die sieht ja noch schöner aus als die eigentliche String of Pearls. Guck dir mal an, wie schön die Perlen von dieser String of Pearls hier sind. Vielleicht nehme ich die einfach mal mit. Die sieht wirklich wunderschön aus. Welche? Die da ganz hinten. Die hier ist nämlich Annabelle eingegangen. Und deswegen braucht sie dringend eine Ersatzpflanze. Und das ist aber spannend, weil guck mal, ich habe dir ja gerade die eine größere Pflanze gezeigt. Aber auch diese Pflanze hier hat den gleichen Preis. Also suche ich jetzt mal eine größtmögliche Pflanze mit dir raus. Und ich glaube, oh, wie schön die blühen kann. Ich glaube, die sieht am allerschönsten aus. Für 5,50 Euro. Oh, ist die schön. Kommt auch mit. Die Blätter wirken fast, als wären sie so ein bisschen zugeklappt, was wirklich sehr spannend aussieht. Und die fassen sich auch echt hart an. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein Gummibärchen mit Gel in der Mitte. Wenn du hier so mal ein bisschen guckst, fast wie so eine fleischfressende Pflanze, die sich geschlossen hatte. Aber eine richtig schöne Pflanze. In dem Gang hier sind nochmal Sukkulenten, die mir persönlich immer sehr, sehr gut gefallen. Die haben nämlich etwas dickere Blätter und sehen damit immer so ein bisschen snackbar aus. Oh, und die hat ja mal eine schöne Farbe. Aber warte mal, ich zeig dir mal das an der Pflanze. Die hat wirklich was von so einer kleinen Süßigkeit.
Die sieht aus wie ein kleiner Snack und ich zeige dir nochmal andere Pflanzen, die hier auch wachsen, ganz genau, weil die haben alle so unglaublich schöne Blätter. Von Sukkulenten mit dicken, fleischigen und bläulichen Blättern kriege ich einfach nicht genug. Dieser Tisch hier ist also genau nach meinem Geschmack. Haarige Echeverien finde ich auch immer richtig, richtig schön. Die so unglaublich weich. Schon wenn du die anguckst, kannst du sehen, wie weich die ist. Die schimmert so leicht silbrig. Die habe ich, glaube ich, auch schon zu Hause. Das ist einer meiner Lieblings-Echeverien. Und hier gibt es noch ganz viele andere Echeverien, die auch alle so super weich sind. Hier ist auch noch mal eine kleine süße Weiche und auch hier in der Ecke sind noch mal schöne weiche Sukkulenten bzw. Echeverien. Oh, da gibt es noch mehr variegierte Sukkulenten. Die gucke ich mir mal direkt mit dir an. In diesem Gang wächst eine wunderschöne Crassula perforata variegata. Ich habe die schon ohne Variegation, aber mit sieht die noch mal deutlich spannender aus. Fast schon leuchtend. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, welche von denen das wird. Die kosten 6,50 Euro, was ein super Preis ist und die Pflanze lässt sich auch sehr, sehr leicht vermehren. Muss ich jetzt also mal gucken, welche von denen es hier wird. Hätte ich eine seelenverwandte Pflanze, wäre dieser Kaktus hier auch mein Seelenverwandter. Der sieht so ein bisschen aus wie ich morgens, wenn ich aufstehe. Und ich finde es irgendwie schön, dass eine Pflanze genauso müde aussehen kann wie ich. Aber da ich den ja schon zu Hause habe und hier schon eine kleine Auswahl zusammengekommen ist, bleibt der heute erstmal hier. Oh, da gibt es ja noch wunderschönere Säulenkakteen. Die sind ja riesig. Hier mal im Größenvergleich. Wie teuer ist denn so einer? 99,50 Euro würde so ein großer Kaktus hier kosten. Und in klein 16,50 Euro. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Habe ich aber auch schon zu Hause, weil ich den Grünton von diesem Kaktus hier über alles liebe. Ah, das ist sogar der mit einer sehr bewegten Geschichte. Wunderschön, was es hier alles gibt. Aber ich glaube, ich gucke mir noch mal ein anderes Gewächshaus an. Bevor ich aus diesem Gewächshaus rausgehe, habe ich gerade noch eine Pflanze erkannt. Du kennst ja wahrscheinlich den Bubi-Kaktus. Hier ist einmal das männliche Pendant zu dieser Pflanze und ich zeige dir den mal. Dann weißt du auch ganz genau, was ich meine. Der sieht nämlich ein bisschen so aus. Ich finde persönlich aber den Bubi-Kaktus hübscher und lasse diese Pflanze deswegen wahrscheinlich hier. 29,50 Euro kostet er übrigens. Ich stelle mal zurück. Direkt vor Gewächshaus 3 sind dann auch noch andere frostharte Pflanzen. Die sind unterteilt, je nachdem wie frosthart sie sind. Und hier sind sogar noch mehr. Gerade siehst du ein paar Mittagsblumen mit wirklich aufregenden Blüten. Hier ist sogar noch eine variegierte Mittagsblume. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Noch mehr Mittagsblumen und andere winterharte Pflanzen. Oh, die Blüten. Wie wunderschön diese Blüten einfach sind. Manche davon habe ich bisher nur auf Fotos gesehen und wollte sie immer schon in echt sehen. Und ich muss persönlich sagen, dass mir die hier besonders gut gefällt. Die hat eine echt richtig tolle Farbe. Oh, die haben aber auch alle wirklich wunderschöne Farben. Und die hier, die ist, glaube ich, ganz weich und sieht richtig toll aus. Die Auswahl hier ist wirklich fantastisch. Das ist ja auch ein schönes Altrosa. Sieht wirklich toll aus. Ich hole dir das noch mal ein bisschen ran, damit du das besser siehst. Sieht ja richtig, richtig schön aus. Das ist bisher nur die Auswahl aus dem dritten Gewächshaus und von den winterharten Sachen, die ich hier gerade gesehen habe. Ich nehme dich mal noch in Gewächshaus 2 mit. Ich glaube, hier ist was, was mir gefallen wird. Was ist das denn? Ich zeige dir den mal. Was ist das? Sieht das nicht schön aus? Ja, das sind 2 verschiedene Arten. Hier wird sich wahrscheinlich bald eine Blüte öffnen. Leider sind hier keine geöffneten Blüten, sonst hätte ich auch mal gerne gewusst, wie das aussieht. Spannender Wuchs. Richtig schöne Pflanze. Ich habe ja gerade noch über den Bubi-Kaktus gesprochen. Hier ist er. Wow. Die gab es auf der Botanica tatsächlich günstiger. Die Größe hier kostet 65,50 Euro. Ich glaube, auf der Botanica gab es den für 9, wenn ich mich nicht täusche. Hier kostet der halt 65,50 Euro. So teuer war der noch vor einigen Jahren. Der war wirklich richtig teuer. Aber ich stelle mal zurück. Oh, ist das schön hier. Hier gibt es so schöne Pflanzen. Oh, die Blüte muss ich dir mal zeigen. Die sieht ja toll aus. Ist das nicht die schönste Blüte überhaupt? Oh, wie perfekt die aussieht. Oh, ist die schön. Ich guck mal, ob die riecht. Wow. Oh, riecht die lecker. Annabelle, willst du auch mal riechen? Jetzt hast du ganz viele Pollen an der Nase. Oh, riecht die toll. Ich guck mal, ob die rosane jetzt auch nach Himbeere riecht. Das wäre natürlich cool. Die gelbe riecht ja so lecker nach Vanille. Ja, schade, die pinke riecht gar nicht. Würde ja auch niemals nach Himbeere riechen. Die sind aber auch echt hübsch. Gibt es hier noch andere Farben? Nee, gelb und pink, aber trotzdem hübsch. Hier ist ja mal sowas von einem Frühaufstehertisch. Bei dem finde ich, der sieht noch viel mehr aus wie ich am Morgen. Oder? Kann man sich ja super vorstellen.
Das hier ist ein Cephaocereus senilis. Ist der so, als hätte der Haarspray drin. Oh, fässt der sich fantastisch an. Krass. Das ist ja eine schöne Pflanze. Aber der bleibt erstmal hier. Hier sind wunderschöne blühende Schlumbergien. Riechen leider nicht, haben aber eine schöne Farbe. So ein Hauch von Aprikot mit Rosa. Wirklich, wirklich schön. Und dann sind ja auch noch viele verschiedene Heuers. Die zeige ich dir nochmal viel genauer. So richtig viele sind das nicht, aber sie sehen gut aus. Bei Heuers mit Variegation schlägt mein Herz immer direkt höher und durch das viele Licht hier im Gewächshaus zeigen sich die Blätter der Pflanzen auch in ihrer ganzen Schönheit. Auch gibt es hier die Heuer Carei hier mal mit Variegation, was auch sehr schön aussieht. Von den anderen Heuers bin ich jetzt persönlich nicht so sehr beeindruckt. Die Blätter sind einfach nur rund und grün, aber die Heuer Silver Splash ist wieder eher mein Ding, die auch bei mir richtig gut wächst. Oh, die Bogenhanfzüchtungen sehen auch total schön aus. Die Blütenstände, die sich hier gebildet haben, sehen wirklich traumhaft fantastisch aus. Und hier ist wie so Wassertropfen. Ah, krass. Die kleben so ein bisschen, sind keine Wassertropfen. Wunderschön, wie die aussehen. Hier kannst du auch noch mal sehen, dass so ein Bogenhanf gar nicht immer so einen ganz typischen Bogenhanfwuchs hat, wie man den halt von einem ganz normalen Bogenhanf kennt, sondern manche wachsen auch wie auf Stelzen, wie dieser Bogenhanf hier. Das ist der Dracaena cylindrica, ist ja nicht mehr Sansevieria. Und der hier so richtig schön aufrecht wächst, also der kann fast so hoch werden wie ich. Sieht auch total hübsch aus. Die findet Annabelle zum Beispiel total schön. 79,50 € kostet die in der Größe. Persönlich bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich finde eher die direkt dahinter total schön. Sieht die nicht aus wie so ein Wald aus einem Gruselfilm? Gruselfilm, Horrorfilm eben. Wirklich extrem dramatisch und super gefährlich sieht die aus. Die fässt sich an wie vertrocknetes Holz. Das ist sehr spannend. Die sieht nicht nur sehr gruselig aus. Ich würde wahrscheinlich auch immer denken, dass die Wasser braucht. Das wäre also wahrscheinlich keine Pflanze, um die ich mich gut kümmern könnte, weil ich sie immer überwässern würde. Du kennst ja wahrscheinlich diese eine Heuer, die immer am Valentinstag einfach so als Blatt in einem Topf verkauft wird. So wächst die hier eigentlich. Die kann nämlich dann eigentlich so wachsen, hat hier einen wunderschönen Trieb, an dem sie diese herzförmigen Blätter bekommt, wobei nicht alle Blätter herzförmig sind. So wie bei Menschen auch, sieht ja das Herz eigentlich gar nicht aus wie ein Herz. Aber so würde diese Heuer eigentlich wachsen. Und dann mit der Zeit halt deutlich größer werden als immer nur dieses eine Blatt in dem Topf. Direkt neben der herzförmigen Heuer ist dann auch noch diese wunderschöne, gesprenkelte Pflanze. Hier ist meine absolute haarige Lieblingssukkulente. Es regnet gerade ein bisschen, deswegen könnte der Regen ein bisschen lauter sein. Aber das hier ist die Züchtung. Oh, das ist gar nicht die Harry-Züchtung. Ach, schade. Die sah gerade aus wie die Zucht vom Harry. Das muss die Zucht vom Harry sein. Das hier ist eine Calancrua tomentosa. Die habe ich auch in unterschiedlichen Zuchtformen in einem Blumentopf drin. Die sind hier nämlich super weich. Und dann gibt es aber noch eine Zuchtform, und zwar die hier, die richtig, richtig haarig ist. Und meine ist mir leider im Winter vertrocknet. Und ich glaube, vielleicht kann ich die ja noch retten, die bei mir zu Hause ist. Und hier steht nicht Zuchtform Harry dran. Und nehme ich mal lieber nicht mit. Hier ist übrigens auch noch die Zuchtform Chocolate. Die finde ich persönlich auch richtig, richtig schön. Hat ein bisschen festere Blätter und fühlt sich nicht ganz so weich an. Aber was ich dir eigentlich zeigen möchte, ist das nicht eine schöne Pflanze. Die kann richtig riesig werden und hat hier auch noch so eine wunderschöne Panaschierung am Blatt und diese wunderschönen roten Spitzen. Und die ist auch ganz fest. Auch eine richtig tolle Pflanze. Ich weiß allerdings immer noch nicht, ob ich so viel Platz zu Hause habe und überlege schon sehr lange, ob ich mir die mal hole. Vielleicht irgendwann mal. Weiter hinten im Gewächshaus 2 dachte ich eigentlich, dass es hier gerade so einen angelegten Steingarten gibt. Aber tatsächlich sind die ganzen Säulenkakteen hier alle zum Verkauf. Der geht bis hier und kostet 34,50 €. Das ist eigentlich ein echt fairer Preis für so eine große Pflanze. Ich finde ja, dass man mich so gar nicht hier erkennt. Wie teuer bin ich? So einer hier kostet 99,50 €. Das dauert ewig, bis die so groß sind. Das ist ja ein guter Preis. Meiner ist noch nicht so groß. Krass. Schön. Ist der auch stabil? Könnte man den überhaupt transportieren? Ja, wäre schon ziemlich schwer, den zu transportieren. Aber sie sehen so schön aus. Die sehen so schön aus. Oh Gott, ist die schön. Ach du meine Güte, ist die schön. Oh, das ist eine große Pflanze. Hat die ein Preisschild? Okay, die hat leider kein Preisschild. Oh, ist die riesig. Oh, ist die groß.
Hier hinten gibt es auch noch mal mehr davon. Die sind ja alle gigantisch. Oh, wie schön wäre es, hätte ich einfach mehr Platz in meinem Zuhause im Endeffekt, ne? Sonst 349 Euro kostet der hier. Der ist wirklich, oh, ist der schön. Der muss auch echt alt sein. Für 349 Euro könnte ich mir so eine große Pflanze in die Wohnung stellen. Oh, wäre das schön. Ohoho, der hier ist ja auch mal richtig, richtig schön. Da ist jetzt auch mal ein Preisschild dran. Ach so, hier ist nur ein Schild dran mit dem Namen, aber kein Preis. Oh, sind die schön. Die habe ich bei mir. Die steht bei mir auf dem Arbeitstisch. Die hat hier zwischen den Dornen eine sehr dünne Fläche. Darf man sich aber nicht dran pieken. Das sind so schöne Pflanzen hier. Und dann gibt es auch noch richtig, richtig große, runde Kakteen. Die hier sind wirklich immer richtig schön. Ich würde sie gerne anfassen, mache ich aber einfach lieber nicht. Sind auf jeden Fall sehr groß. Aber wie teuer sind die? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. In der Größe hier kostet der 18,50 Euro. Okay, und wie teuer ist jetzt der große? Ah, 299 Euro für diesen wunderschönen Riesenkaktus. Krass, sind die schön. Na, dann bin ich mal gespannt, was in Gewächshaus 1 auf mich wartet. Ich bin jetzt in Gewächshaus 1 angekommen und hier startet schon mal richtig gut, denn hier sind verschiedene Einzelbestandteile für Substrate, was ich ja immer super aufregend finde und kann mir jetzt einmal einen ganz genauen Überblick verschaffen, was es hier eigentlich an Substratbestandteilen gibt. Travertin habe ich persönlich noch nie gesehen, bin also mal gespannt. Hier ist auch, also für jemanden wie mich, der gerne seine Substrate selber mischt, bin ich hier gerade absolut im Himmel. Die Gärtnerei Eigene Erde gibt es hier auch abgepackt zu kaufen. Spannender finde ich aber die Einzelbestandteile und wäre ich nicht mit der Bahn angereist, würde ich mich ja auf jeden Fall eindecken, damit ich manche Bestandteile ausprobieren könnte. Dann geht es erst einmal ins Ende des Gewächshauses, damit ich einen besseren Überblick habe, denn hier ist wirklich super viel los. So ein kleiner Bereich überdacht, so ein Mini-Gewächshaus würde mir persönlich schon reichen, habe ich aber leider nicht. Umso gespannter bin ich, was hier noch so alles wächst. Ich stehe hier gerade bei ganz vielen Pfennigbäumen, das ist eine Crassula ovata und die muss gar nicht vor allzu langer Zeit geblüht haben. Die sind auch richtig alt, denn die Stämme sind richtig dick und die Pflanzen sehr, sehr fest gewachsen, sieht toll aus. So viele sukkulente Pflanzen in wunderschöner Blüte zu sehen, ist wirklich ein kleiner Traum von mir gewesen. Und ich habe noch nie einen Ort mit so vielen blühenden Sukkulenten an einem Ort gesehen. In diesem Gewächshaus riecht es auch ganz lecker, was wahrscheinlich an den vielen blühenden Sukkulenten liegt. Aber die hier ist da jetzt, glaube ich, nicht der Grund für. Die finde ich auch total schön. Die habe ich schon mal im Botanischen Garten in sehr, sehr großen Anordnungen gesehen. Und es sieht dann so ein bisschen so aus, als würden einen ganz viele unterschiedliche Eulenköpfe angucken. Die hat einen ganz tollen Wuchs. In klein kostet sie hier 9,50 Euro und in groß 19,50 Euro. An dem Tisch hier gibt es auch ganz viele Pflanzen, die ich mir gerade erst geholt habe und manche, die schon länger in meiner Sammlung sind. Ich zeige dir mal meine persönlichen Highlights. Die hier erinnert mich immer so ein bisschen an das Haus von SpongeBob. Dann gibt es noch die, die aussieht wie so ein kleiner Golfball, aufeinander gestapelt. Die sind richtig teuer, wenn die groß geworden sind, weil die so langsam wachsen. Und die hier, die nenne ich super gerne schimmeligen Tanzzapfen, weil die mich irgendwie daran erinnert. Oh, die sieht aber auch schön aus, so schön wie die leuchtet mit ihren wunderschönen vielen. Die würde ich auf gar keinen Fall in mein Zuhause stellen. Wenn ich da einmal gegenkomme, habe ich sofort meine ganze Hand voller kleiner Dornen. Die kommt lieber mal wieder zurück. Ich gucke mir mal noch den nächsten Gang mit dir an. Hier ist noch eine Pflanze mit wirklich traumhaft schönen Blüten. Sieht die nicht perfekt aus? Dieses leuchtende Grün in der Mitte und dieser Hauch von Lachs am Rand, der sieht echt schön aus. Für 16,50 Euro könnte ich den mitnehmen. Schon schön. Hier kannst du auch noch mal eine leicht geschlossene Blüte sehen. Dann öffnet sie sich leicht und zeigt diese traumhaft schönen Stempel in der Mitte. Und dann, wenn die Blüte offen ist, dann sieht sie ein bisschen zerfledderter aus, aber immer noch wunderschön. Diese Pflanze sieht auch einfach fantastisch aus. Es fühlt sich so an wie nasse, getrocknete Watte. Total spannend. Kostet 89,50 Euro. Erinnert mich sehr an den Wuchs von einem Seestern. Die hier wird übrigens auch gerne verzehrt oder als Tee getrunken. Und auch die Mondkakteen sehen einfach fantastisch aus. Die haben wirklich traumhafte Färbungen. Kosten hier 49,50 Euro. Haben allerdings auch schöne kleine viele Babys, also zumindest zwei davon. Das heißt, man könnte die Pflanze sogar vermehren. Und dann habe ich noch mein ganz persönliches Highlight gefunden, eine Aloe Arborescens Variegata. Die wächst so noch nicht bei mir, aber vielleicht ja bald. Und schon geht's zum Einpacken, was hier wirklich sehr sorgsam gemacht wird. Aber was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen?
An diesen 7 Pflanzen hier um mich herum kam ich einfach nicht vorbei. Ich zeige sie dir mal in der Reihenfolge, in der ich sie dort gefunden habe. Warst du eigentlich schon mal bei Kakteenhage oder hast du da schon mal bestellt? Schreib gerne auch mal deine Erfahrungen in die Kommentare und ich zeige dir jetzt mal direkt meine allererste Pflanze. Diesen lebenden Stein für 7,50 Euro fand ich am allerschönsten. Der erinnert mich an so eine Feuerlinse und das macht mich super glücklich, denn früher durfte ich in unseren Gärten immer überall Feuerlinsen verteilen und ich habe die dann geerntet, versteckt und gehortet, damit mir die keiner wegnimmt und ich immer ausreichend Feuerlinsen habe. Ich blende dir mal ein Foto von der Pflanze ein, denn die ist wirklich winzig. Allein wenn ich die so halte, erkenne ich die ja kaum. Wie sollst du da was erkennen? Und ich glaube, ich setze die zu meinem anderen lebenden Stein. Da ist nämlich noch ein Plätzchen frei, die nehmen ja nicht so viel Platz weg. Dieses Baculellum articulatum variegata war schon ewig auf meiner Wishlist. Allerdings gab es die Pflanze fast nirgendwo zu kaufen und dann war sie auch noch super teuer. Und dann habe ich sie irgendwie vergessen, bis ich sie wieder bei Kakteenhage entdeckt habe. Allerdings hat dann die Pflanze auf dem Weg zurück nach Berlin, glaube ich, zu viel Sonne abbekommen und mir sind alle Blätter verbrannt. Deswegen sieht die jetzt ein bisschen nackig aus. Die hat eigentlich richtig schöne Blätter und damit du dir das nicht vorstellen musst, zeige ich dir das mal. Ist das nicht einfach eine wunderschöne Pflanze? Diese wunderschönen leuchtend pinken Blatträndern, die entstehen, wenn die Pflanze Sonnenlicht bekommt, machen diese Pflanze hier einfach zu einer absoluten Traumpflanze von mir. Und damit ich direkt mehr habe, habe ich mir kurz nach dem Dreh bei Kakteenhage nochmal 2 geholt. In dem Topf hier sind 2 Pflanzen drin und mein Ziel ist, dass die 3 Pflanzen von Kakteenhage einfach noch mit in diesen Topf einziehen. Dann habe ich auch schon in diesem Jahr eine richtig schön volle Pflanze und kann mich direkt am Wachstum erfreuen. So ein Baculellum articulatum vermehrt sich wirklich richtig leicht. Man kann einfach kleinere Stückchen abschneiden, die Wurzeln alle, das ist super entspannt und wahrscheinlich sind diese 5 Pflanzen, die Pflanzen, die mich dieses Jahr am allerglücklichsten machen werden, denn ich wollte sie schon wirklich richtig lange haben. Die 3 kleinen Pflanzen hier in diesem Topf, die gab es bei Kakteenhage für 5,50 Euro. Die einzelnen Pflanzen hier in diesem Topf haben jeweils 15 Euro gekostet, die sind aber von woanders. So eine Pflanze ist übrigens auch eine der Pflanzen, bei der ich nicht so zögerlich bin, die an Sonnenlicht zu gewöhnen. Die stelle ich einfach genau wie sie ist raus. Die verliert dann einmal all ihre Blätter, wird dann unten ein bisschen nackiger. Oben kriegt sie richtig schön viele neue Blätter. Ich schneide die dann ab, setze die wieder unten rein. Hier wird die Pflanze nachwachsen und so habe ich nach und nach eine immer voller werdende Pflanze. Diese Peperomia aspera hat 5,50 Euro gekostet und ich schwöre dir, die sah bis ganz kurz vor dem Dreh wunderschön aus. Es war eine so wunderschöne Pflanze und dann ist sie mir runtergefallen und hat fast alle Triebe verloren. Die liegen jetzt alle hier vor mir, die kann ich also vermehren und dann peppe ich die Mutterpflanze wieder auf. Ein bisschen schade, dass die jetzt so aussieht, aber naja. So kann ich neue Stecklinge züchten. Dieser kleine Bonbon musste auch auf jeden Fall mit, also das Pachyphytum verdermanii. Ich habe die vorher wirklich noch nie gesehen und die wächst eigentlich eher in trockenen Gebieten und auch Wüsten. Ist also perfekt für eine Ecke, die nicht so viel Wasser bekommt oder die man auch gerne mal beim Gießen vergisst. Deswegen weiß ich auch schon ganz genau, wo die hier auf dem Balkon stehen wird. Und dann kriegt sie auch wieder ihre wunderschöne leuchtende Farbe. Und die hat nur 4,50 Euro gekostet. Natürlich musste dann auch noch die Crassula perforata variegata mit. Die habe ich auch vorher noch nie gesehen. Und die hat 6,50 Euro gekostet. Dieser Kontrast zwischen dem leuchtenden Gelb oben und dem wunderschönen Grün unten wird einfach in so viele Töpfe passen. Deswegen will ich die Pflanze auch auf jeden Fall vermehren. Die fand es auch nicht so cool, dass die ein bisschen Sonnenlicht abbekommen hat. Aber wenn sie sich an Sonnenlicht gewöhnt hat, dann sieht die bestimmt richtig toll aus. Und die wächst auch richtig, richtig schnell. Woher ich das weiß? Ich habe die schon in Grün. Da und da sind 2 Töpfe und dann sind da noch 9 Stecklinge. Ich mag die wirklich richtig gerne und freue mich, dass ich sie jetzt auch noch mit Variegation habe. Diesen Cereus spagazzini finde ich immer noch mit am schönsten. Diese traumhaft schöne bläuliche Färbung mit dieser silbernen Sprenkelung habe ich so bisher noch bei keiner einzigen Pflanze gesehen. Und was ich bei Kakteenhage so toll fand, ist, dass ich Pflanzen gesehen habe, die ich vorher noch nie gekannt habe. Und da schlägt mein Herz immer direkt höher. Umso länger ich mir diesen wunderschönen Cereus hier angucke, desto mehr finde ich, dass der richtig gut in Kombination mit anderen Pflanzen aussehen würde. Der ist ja jetzt erstmal, naja, sehr hoch gewachsen und hier passiert so gar nichts. Wahrscheinlich würde das mit dieser, aber auch mit dieser Pflanze hier richtig toll zusammen aussehen. Aber auch der lebende Stein wäre ein toller Farbkontrast. Schreib gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Den gab es übrigens für 16,50 Euro und mein ganz persönliches Highlight ist diese wunderschöne Aloe Arborescens Variegata. Die habe ich auch noch nicht mit Variegation. Hier und auch da wachsen die ganz normalen Formen. Aber ich hole die noch mal ein bisschen an die Kamera ran. Die sieht einfach richtig, richtig schön aus. Diese wunderschöne Pflanze gab es für 29,50 Euro. Und wenn ich Pflanzen noch nie gesehen habe, denke ich immer, dass die richtig teuer sind. Die war aber wirklich in meinen Augen richtiges Schnäppchen. Insgesamt habe ich bei Kakteenhage also 82 Euro gelassen. Und das für Pflanzen, die ich schon lange haben wollte
oder noch gar nicht kannte. Für mich persönlich ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ich super nett vor Ort fand, ich wurde gefragt, ob ich mit dem Auto angereist bin und ich meinte dann so, nee, sorry, mit der Bahn ist ein bisschen unpraktisch, ich weiß. Aber die Pflanzen wurden dann noch sicherer eingepackt. Allerdings habe ich sie dann am Bahnhof wieder ausgepackt, weil ich die Pflanzen alle so schön fand. Und dabei gab es dann bei zwei Pflanzen leichte Verbrennungen von der Sonne. Rückblickend muss ich einfach mal aufhören, solche Pflanzeneinkäufe mit der Bahn zu machen. Ich war bei der Botanica mit der Bahn, jetzt bei Kakteenhage mit der Bahn. Und ich hätte gerne so viel mehr gekauft. Vielleicht gar nicht so schlecht für meinen Geldbeutel, dass ich ja mit der Bahn angereist bin, aber der Transport ist dadurch wirklich aufwendig. Und dann gab es da noch den wirklich nettesten Taxifahrer überhaupt. Durch Zufall war das der gleiche Taxifahrer, der uns auch hingefahren hat und der wusste ja schon, dass wir nur ganz kurz in Erfurt sind und somit gab es dann auf dem Rückweg einen kleinen Umweg zum Bahnhof entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten inklusive spannender Infos zur Stadt. Es war einfach ein wunderschöner Erfurt-Besuch, ein traumhaft toller Besuch bei Kakteenhage und ich freue mich schon, wenn ich beim nächsten Mal so anreise, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr mitnehmen kann. Vielleicht macht dir dieses Video Lust, auch mal bei Kakteenhage vorbeizuschauen oder du warst schon mal da oder du kennst eine Gärtnerei, die ich mir auf jeden Fall anschauen soll. Schreib es gerne mal in die Kommentare und ich freue mich von dir zu lesen. Wenn du jetzt noch sehen willst, wie ich das allererste Mal gemeinsam mit Jael vom Plenty Sanctuary den Holländer erkunde, denn dort war ich wirklich noch nie, dann sieh dir mal direkt das nächste Video an. Lass aber vorher noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt meinen Kanal wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, Kakao.